Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder mal herzlichst auf meinem Kanal. Der Russe kommt, bei uns gehen bald die Lichter aus, wieder lalala, wieder lalala. Na, ist gar nicht lustig. Ich weiß, es ist nicht lustig. Überhaupt nicht. Ja, Lichter. Gleich vorweg über meine Solaranlagen und so weiter, wie wir uns mit eigenen kleinen Strom versorgen können. Nicht autonom, also keine Autonomie, sondern Fernsehen, Radio, Hauslicht, 220 Volt und so weiter. Das wisst ihr ja alles. Okay, ich weiß, die meisten kaufen das Buch wegen dem Tabakanbau und so weiter oder wie man Schnaps brennt. Aber darum geht es heute nicht. Hier, ich muss euch etwas erzählen. Jetzt gerade situationbedingt für den kommenden Winter und für den tatsächlich zu eventuell zu erwartenden Stromausfall. Und zwar habe ich ja sehr viel in meinem Buch geschrieben, wie man sich in Krisen vorbereitet. Aber es gibt da immer noch einige Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten, die möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar geht es um Licht. Nicht um Strom, sondern um Licht. Und zwar um Solarlicht, was völlig kostenlos ist. Ich rede jetzt nicht von diesen großen Anlagen oder von diesen Anlagen, wie ich sie hier bei mir zum Beispiel im Büro und so weiter da. Ich rede jetzt nicht von diesen Anlagen, ja, sondern ich rede schlicht und ergreifend von kleinem Licht, kleines Licht. Und da fange ich gleich mal hier bei mir im Büro an. Ich habe das, was ich hier installiert habe, das habe ich auch in meinem Hauseingang hinter der Tür, also da, wo es dunkel ist, im Innenraum halt eben auch installiert. Und ich weiß nicht jetzt nicht, ob man es sieht. Ich werde mal das Licht anmachen hier. So, jetzt schaut mal genau hin. Seht ihr da oben? Da sind LED-Lampen. Das ist mein Fenster da, also das ist auch ein Fenster. Und hier ist sogar neben der Tür eine LED-Lampe im Mauerwerk verbaut. Und zwar habe ich vor ungefähr so 10, 12 Jahren diese sogenannte Mini-Anlage installiert. Und seit 15 Jahren, kaum wenn es dunkel wird, schalten sich bei mir im Büro automatisch diese Lichter an. Und wie funktioniert sowas, was kostet es und wie installiert man sowas? Das will ich euch jetzt mal kurz zeigen. So, ich bin jetzt, mein Haus hat insgesamt drei Eingänge. Die Haupthaustür, dann hier meine Nebentür, wo es zum Garten rausgeht und dann noch eine von der Werkstatt. Dass alle Eingänge natürlich kameraüberwacht sind, ist bei mir selbstverständlich. Und schauen Sie, dieses Licht innen drinne, das wird jetzt, ich muss die Kamera ein bisschen stillhalten, das wird seit 13, 14 oder 12 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, durch dieses ein einzige Modul, was dort draußen befestigt ist, beleuchtet. So, aber was habe ich Neues gemacht bis jetzt? Bis jetzt habe ich dort, wie Sie sehen, unter diesem Licht ist noch ein anderes Licht, ein Bewegungsmelder, der eine Lampe, die dort oben hängt. Normalerweise sieht man sie, ja, anmacht. Und da denke ich mir, die kostet Strom, ganz normalen Strom. Und da habe ich mir jetzt hier zwei solche Anlagen gekauft, die kosten 12 Euro. Sehen Sie hier das große Licht, Solarlicht dort. Und das wird gespeist, habe ich letzte Woche, ich weiß nicht, ob man es sieht, da oben ist das Panel. Sehen Sie das? Sodele. Und wenn jetzt meine Katzen hier rumrennen, oder ich hier rausgehe, dann geht dann immer sofort das Licht an.
Und das ist eine einfache, prima Sache, kostet mir keinen Strom. Selbst wenn die Sonne, wie jetzt in der letzten Woche, wenig scheint, funktioniert das. So, jetzt gehen wir mal zu einer anderen Anlage. Einen Moment. So, jetzt sind wir bei einer meiner Werkstatt Hinteraus, also mein Hinterausgang von der Werkstatt. Und da hatte ich bis jetzt dieses Licht gehabt. Sehen Sie das? Da ein Bewegungsmelder und das geht über Strom. So, und da dachte ich mir, warum eigentlich? Und siehe, jetzt habe ich mir, wie gesagt, letzte Woche zwei von diesen Solarlichtern da gekauft. Da ist das Panel für das Solarlicht so hingehangen, dass die Mittagssonne raufkommt. Und oben verlegt. Und da ist das Licht. Und das geht auch automatisch an. Ich muss mal die Kamera ruhig halten. Das geht auch automatisch an, wenn sich hier etwas bewegt. Brille. Ja. So, jetzt sind wir im Bereich meines Hauseinganges. Jetzt schauen Sie mal, hier ist ein Zwischenraum, ein kleiner. Da ist ein Licht, was automatisch nachts angeht und da. Und jetzt passen Sie auf, jetzt gehen wir mal zu meiner Haustür. So, dalle. So, und was haben wir dort oben? Und dort oben, dort haben wir ebenfalls zwei Lichter. Das sind also vier Lichter, die verkabelt sind mit einer ganz kleinen Solarplatte. Und das hängt jetzt schon ungefähr, ich schätze, 15 Jahre. Und seit 15 Jahren kein Ausfall, kein schwaches Licht oder was. Wenn die Sonne natürlich nicht geschienen hat, ist das Licht immer noch da, aber dann höchstens 3-4 Stunden, wenn es dunkel ist. Aber ansonsten leuchtet es fast die ganze Nacht durch. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal. Ups. Ja, das ist eine Sicherheitstür, da muss man... Apropos Sicherheitstür, wenn Sie mal eine richtige Tür haben wollen, da kaufen Sie sich die in Polen. Das sind Stahltüren mit 24-facher Verriegelung. Da mit zwei Schlösser. Aber das jetzt nur so nebenbei halt eben. Ne? So, und jetzt zeige ich Ihnen mal, was ich meine. So, Delle, schauen Sie. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das gut aufnimmt. So, dieses kleine Panel ist das, was dieses Licht das ist eine Kamera, ist natürlich logisch. Das hier sind übrigens Lichter, die würde ich Ihnen nicht raten. Erstmal können Sie die nicht nach der Sonne immer ausrichten, wie Sie es haben wollen. Und zweitens bringen Sie auch nicht sehr, sehr viel Licht, um ehrlich zu sein. Also ist nicht so effektiv halt eben. Da, wo man ein langes Kabel hat und das Panel separat genau schön zur Sonne ausrichten kann, das bringt viel mehr. So, wer so wie ich zum Beispiel zwei Haus- bzw. drei Hauseingänge hat, für den ist es natürlich interessant, das jetzt in Zukunft nicht mehr über Bewegungsmelder und über normalen Strom laufen zu lassen. Der kann sich zum Beispiel hier, ich zeige Ihnen mal die ich gekauft habe. Also die Art jetzt, ob das jetzt derselbe Händler ist, weiß ich nicht. Das macht da eine Musik an, der Kerl. So, schauen Sie, und zwar sind das die ich habe dort oben. Da sehen Sie die Lichter und die Solarpanelchen halt eben. Und da haben Sie, glaube ich, 5 Meter Kabel. Und damit können Sie natürlich einiges machen. So, was kosten die? Gehen wir mal rauf, 2 Stück. So, da heißt es noch mit, die kann man noch LEDs aussuchen. 2 Stück, so, 25 Euro mit Versand, aber das gibt es auch noch günstiger. Aber wie gesagt, kaufen Sie nicht beim billigsten, sondern kaufen Sie den, der die beste Bewertung hat.
Und alles, was unter 99,5 ist, können Sie in der Regel vergessen. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. So, Delle. Ah, ich glaube, das hier waren die, die ich hatte. Das waren die, die ich hatte. Einen Moment, ja, ich glaube, das ist der Händler. Ich glaube, es der Sender Hemmler ist, weiß ich nicht. Richtig, weil ich hatte um die 20 € bezahlt. Und hier haben wir auch 5 Meter. Ja, ich glaube, das sind die, die, genau, die habe ich. Und was kosten die? 2 Stück gebe ich mal ein. So. 18,90 €. Und dann noch Versandkosten sind frei. Innerhalb von 3 Tagen werden sie geliefert. Tja, was will man mehr halt eben? Ne? Vor allem, wie gesagt, nicht nur für außen, sondern durch die Kabel ist man in der Lage, durch eine kleine Ritze halt eben oder ein ganz kleines Bohrloch oder irgendwie so zwischen dem Fensterrahmen ein kleines Kabelchen zu ziehen halt eben und diese Lichter auch im Innen zu verbraten. Und zwar so, wenn Sie das Kabel abziehen, können Sie dieses Licht so einschalten, ohne Bewegungsmelder. Zumindest habe ich das hier bei denen festgestellt. Das heißt also, wir können es als ganz normale Lampe benutzen. Und wenn wir den Steckerchen, der da ist, Sie sehen diesen kleinen Steckerchen, wenn wir den wieder reinstecken, dann wird sie aufgeladen und tagsüber und nachts, wenn Sie es innen haben. Ich meine, das ist natürlich blöde, wenn Sie in Ihr Büro gehen oder in Ihr irgendwie einen anderen Raum, dann geht automatisch gleich das Licht an und Sie wollen das gar nicht. Aber es kann so funktionieren halt eben. Ne? Diese Option ist hier auch noch frei. So, ich will jetzt hier nicht lange groß Werbung machen für den, sondern ich will Ihnen nur zeigen, wie einfach es ist, an Außenlicht und teilweise, wie Sie bei mir gesehen haben, auch an Innenlicht zu kommen. Und das für bei 2 Stück für 18,90 € und das noch in 3 Tage, innerhalb von 3 Tagen wird geliefert und versandkostenfrei. Das ist ein Ding, würde ich sagen, da sollten wir mal drüber alle ein bisschen nachdenken halt eben. Ja. Das sind so die Solaranlagen im kleinsten Format, die es gibt. Da geht es natürlich nur ums Licht, während ich bei meinen großen sogenannten Inselanlagen halt, wie sie auch bei mir im Buch beschrieben sind, wie man sowas baut und installiert und was man beachten muss, natürlich ein eigenes Stromnetz sich installieren kann. Ja, übrigens, so, nur so nebenbei. Gestern habe ich wieder mal Holz gemacht und zwar habe ich da sehr dickes Hartholz gehabt, was extrem verästelt war. Die kleineren Stücke, die konnte ich dann mit der Hand, aber wenn Sie hier sehen, Sie zum Beispiel so ein halbes Stück mal davon und Sie sehen, wie verästelt das ist, das Stück. Und seitdem meine große Holzspalter, mein elektrischer, kaputt gegangen ist, habe ich mir, weil ich so oft ja nun auch nicht großes Holz habe, habe ich mir einen selber gebaut. Und wie der funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt einfach mal ganz kurz. Einen Moment. So, je nachdem, wie lang das Stück ist oder dick das Stück ist, was Sie durchhaben wollen, wenn Sie hier sowas Verasteltes haben, dann ist es auch mit der Axt doch ziemlich problematisch, obwohl ich eine gute Axt habe. Aber auf der anderen Seite, ich bin auch ein alter Sack und habe auch nicht mehr die Kraft wie früher halt eben. Ne? So, ich habe hier ein Stück, hier ist ein Haarträger, Stahl. Hier habe ich eine ehemalige Axt angeschweißt. Und hier unten habe ich zwei, damit dieses hier wieder rauf und runter geht. Hier ist ein Zwischenstück zwischen Holz und damit ich nicht so elendig lange hocharbeiten muss. Und das hier ist ein Wagenheber, der 8 Tonnen liefert. Jetzt wollen wir mal schauen. Hören Sie es? Schon durch. So, da habe ich schon Stücke gemacht, zum Beispiel Zypressenholz. Das können Sie so gut wie gar nicht spalten. Mit der Axt sowieso nicht halt eben. Ne? Jo, so. Und dann lässt man es einfach wieder runter. Wusch. So. Na, mit der Hand kriege ich es noch nicht.
aber das ist, macht jetzt auch nichts aus. So, sehen Sie, wie verastelt die Dinger sind. Und das ist ein Problem, sowas immer klein zu kriegen, halt eben mit der Axt, vor allen Dingen, wenn es Hartholz ist und sautrocken. So. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht gelangweilt. Wie gesagt, ein Eisenträger. So, Dölle. Acht Tonnen. Bis jetzt ist da noch nichts. Da müssen natürlich achten, dass hier das angeschweißt ist. Wie man sieht, habe ich das selber geschweißt. So sieht es auch aus. Halleluja. Übrigens, hier drüben habe ich noch einen. Der hat 10 Tonnen. Aber den benutze ich selten. So, Leute. Und beweglich ist er auch. Er ist auf Rädern. Aber ich habe ihn meistens immer da stehen. Übrigens, schau sich mal diesen Racker an. Ja, wächst einfach da zwischen den Steinen. Ich lasse es da, habe ich letztes Mal schon mal gezeigt im Video. Ist der nackte Wahnsinn. Eine wilde Tabakpflanze. So, Leute. Mach mal kurz Pause. Für 36 Euro. Sie haben einen Spezi, der macht Ihnen aus dem Prorohre ein schönes Gestell. Dann kaufen Sie sich für 36 Euro im Billigsupermarkt eine Kreissäge, drehen die rum, bauen die ein und haben eine Kreissäge, wo Sie bis zu 30, 40 cm dickes Holz sägen können. Und zwar indem man das Holz immer dreht, sodass praktisch diese 12 bis 13 cm, die da sind, überall hinkommen. So baut man sich eine Kreissäge für Billiggeld. Meistens halten meine Kreissägen, also das Ding habe ich jetzt hier schon ungefähr um die 15 Jahre und so alle 3 Jahre bei 120 bis 250 Kubikmeter Holz ist das Ding dann irgendwann im Eimer. Das macht aber nichts. Dafür hat man leichtes Arbeiten und vor allen Dingen ein sicheres Arbeiten. Ich zeige es am besten mal. Einen Moment. So, ich zeige es jetzt mal. Ich habe leider kein dickeres Holz gefunden als diesen einen Stamm da. Aber dafür ist der total hart. Das ist absolutes Spitzenholz. Drüben liegt eigentlich die hier drauf sein sollte, aber die ist mir letzte Woche kaputt gegangen. Nach 4 Jahren, die hat auch so um die 28, 30 Euro gekostet aus dem Supermarkt. Das hier ist eine Bosch, die hat ein etwas kleineres Sägeblatt, aber es geht trotzdem, wie man sieht, halt eben. Ja, und was soll ich sagen, meine Damen und Herren. Ich sehe gar nichts. So, Sie sehen also, man kann vieles selber machen. Und man kann auch gerade jetzt beim Strom, wie ich es Ihnen gezeigt habe, auch natürlich anfangen zu sparen. Aber es geht auch nicht nur ums Sparen, sondern es geht auch tatsächlich um die Bereitschaft, Licht zu haben,
wenn tatsächlich mal die Lichter ausgehen. Der Russe kommt, jo, Panik. Übrigens, ist es dem einen oder anderen mal aufgefallen, was ich für einen Holzklotz habe? Und warum da oben ein runder Reifen drumherum ist? Das will ich Ihnen sagen. Ich hatte die Schnauze einfach voll eines Tages vor 6, 7 Jahren, dass wenn man Holz spaltet, immer die Holzscheite rechts und links auf dem Boden landen. Ja, und jetzt landen die nicht mehr auf dem Boden. Jetzt bleiben die da drinnen in diesen Reifen. So einfach geht es, dass man sich ein bisschen die Arbeit leichter macht. So, muss man aber abdecken. So, Dalle, schauen Sie, so einfach geht es, es sich im Alter etwas bequemer zu machen. Gut, das nur so nebenbei. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zu den Tabakpflanzen und schauen, wie die heute ausschauen. Jo, das sieht schon mal verdammt gut aus. Avulia, das sind die spät angelegten Beete. Das hier ist der San Diego Machorca. Darüber hatte ich letztens schon gesprochen. Und da werde ich mir jeden Samenkrübel von aufheben bzw. abernten, weil der sowas von ohne Arbeit auskommt. Den braucht man einfach bloß wachsen lassen. So, die anderen Pflanzen, das schaut eigentlich gut aus. Die Nachzügliche sind eigentlich auch alle ganz gut gekommen, obwohl ich jetzt schon ungefähr 350 Blätter abgeerntet habe. Jetzt würde ich sagen, schaut gut aus. Die Blüten lasse ich alle dran, ich weiß, aber ich brauche die für Leute, die zum Beispiel so ein Buch bestellen. Egal bei wem, die kriegen dann bei mir in der Regel, wenn es da steht, immer so 20.000 oder 50.000 Samen. Extra dazu gemischt. Das ist so ein kleiner Anreiz halt eben. Jawohl, ja, bis einem mal einfällt, was man mit 20.000 oder 50.000 Samen, Tabaksamen, alles anfangen kann. Jo, gut. Selbst die vor ungefähr einem Monat ausgesetzten Reservepflanzen kommen langsam Stück für Stück. Sieht schon mal gut aus. Jetzt gehen wir mal zu den ausgesetzten Pflanzen. Einen Moment. Und so, meine Damen und Herren, sehen mehr oder weniger wild ausgepflanzte Tabakpflanzen aus, die so gut wie keine Pflege haben, aber die einfach zu schade zum Wegschmeißen sind. Und ich gehe mal davon aus, bis der erste Frost kommt, werden die auch noch was werden. Wie gesagt, die sind nicht gepflegt worden. Auch wieder so ein scheiß Machorca dazwischen, so ein langer. Jo, gut. Ja, meine Herren und Damen und Herren, und die Diversen da, also die nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblich sind. Mein Gott, darf man heute nicht vergessen, weil wir so ein bisschen gendergerecht jetzt sprechen. Und wehe, mir erzählt einer was von Winnetou. Du alter Nazi, du. Ja, naja. Nee, wir leben schon in einer tollen Zeit halt eben. Meine Oma sagt immer, hüte dich vor der gelben Gefahr. Aber hüte dich von Russen hat sie eigentlich nie gesagt. Naja, gut. Mag ja sein, wie es ist halt eben, nicht wahr? Was ich Ihnen gezeigt habe, ein paar Kleinigkeiten, das sind natürlich Sachen, die nicht unbedingt im Buch stehen halt eben, ja, weil ich kann ja da nicht alles reinschreiben, was ich mache, dann wäre das über 300 Seiten und dann gibt es ein Problem. Ja, es ist komisch, einmal mit der Bindung, wenn es zu dick wird als Paperback und zweitens mit dem Versand. Das hier ist genau 180 Seiten, sind genau die Seiten, die man noch in einen Kuvert reinkriegt und für 1,65, glaube ich, versenden kann halt eben. Alles, was da drüber ist, ist dann schon schlecht. Zum Beispiel habe da einmal gehabt, der hat mir meine Bücher gedruckt, die haben mit ganz tollem Papier, waren einen Millimeter größer und gingen dann schon nicht mehr in die Kuverts rein halt eben, weil es so alte dicker waren. Ja, aber wie gesagt, das spielt jetzt keine Rolle. Ich will hier keine Werbung für das Buch machen, sondern wollte Ihnen bloß mal zeigen,
dass ich jetzt nicht unbedingt auf Tabakanbau oder auf Elektrostrom oder wie man Rum herstellt, beziehungsweise Alkohol, wie man Holz aus und so weiter und so fort, was alles da drin steht, fixiert bin, sondern dass ich auch viele andere kleine Dinge mache, halt eben, die einen die Arbeit erleichtern. Nehmen Sie nur zum Beispiel die Sache mit dem Reifen. Eigentlich billig. Ich bin da zu einem Spezi gegangen, der eine Werkstatt hat, habe gesagt, du, ich brauche den kleinsten Reifen, den du hast, damit der auf den Holzklotz raufpasst. Was willst du damit? Sag ich, Holz hacken. Aha, gut, sagt er. Soll ich die Leute mit den weißen Tonschuhen jetzt schon holen oder später? Nee, sage ich, hat eine Ahnung. Und sie haben ja gesehen, um was es geht halt eben. Das sind so Kleinigkeiten. Wissen Sie, 1000 Leute hacken auf den Hackklotz rum und bücken sich jedes Mal nach ein Stück Holz, was noch nicht ganz durch ist und machen, gut, wenn ich 20 bin, ist es ja eine prima Sache, kann man sagen, Fitnessstudio dabei beim Holzhacken. Aber so alte Säcke wie ich halt eben oder etwas ältere Leute oder es gibt auch jüngere Leute, die es schon mit dem Kreuz haben, es ist nur ein Beispiel oder die Sache mit der Handkreissäge. Ich habe eine große Handkreissäge gehabt, große Tischsäge gehabt. Erstmal hat die hat die Sonderstrom gebraucht, da diesen Starkstrom. Und dann immer, wenn mal was Großes kam, blieb sie stehen. Scheißdreck gewesen. Hat 250 Euro gekostet, hat gar nichts getaugt. Die kleinen Handkreissägen, die haben so eine hohe Geschwindigkeit, da kommt das Holz gar nicht dazu, sich zu weigern. Brutzelt es durch. Das Sägeblatt, was ich jetzt drin habe, das habe ich jetzt erst seit anderthalb Wochen drin halt eben. Das ist eine Bosch-Maschine, aber ein bisschen kleines Sägeblatt halt eben. Ne? Vorher, die ich immer gekauft habe in den Supermärkten, da für 35 Euro, die sind eigentlich alle top. Die halten alle ungefähr so, weiß ich, 3-4 Jahre halt eben und dann irgendwann, ja. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel gewesen halt eben. Und das mit den Lichtern draußen, das würde ich sagen, das fällt jetzt in Sachen Energieeinsparung, aber auch in Sachen Sicherheit und natürlich in Sachen, wenn man es nach innen verlagert, so wie ich, so ein kleines Kabel kriegt man durch jedes Fenster durch, dann hat man sogar Innenlicht. Und man kann es ja so einstellen, dass es dauernd brennt oder ausgeht. Also es ist ja nicht das Problem halt eben. Wer ein bisschen findig ist und nachdenkt, der kann sich da tatsächlich Lichtquellen schaffen in einer Wohnung, wenn er irgendwie ein Fenster hat. Sie brauchen nichts als ein Fenster mit Tageslicht. Besser wäre es natürlich, wenn ein bisschen Sonne reinkommt. Ne? Aber wie gesagt, das jetzt nur so am Rande, weil jetzt viele Leute haben Angst, ach, der Russe kommt, naja gut, der Russe kommt ja nicht, aber er sperrt uns den Gashahn zu, dann den Ölhahn und dann geht das nicht und das nicht. Der Army verdient sich dumm und dämlich an seinen Waffen, die Ukraine ist bis jetzt schon so verschuldet, dass sie später bloß eine US-Provinz sein kann. Ja, also irgendwie wird der Russe sich da schon ein bisschen wehren und das müssen wir ausbaden, was wir jetzt schon teilweise ausbaden halt eben, nicht wahr? Und ja, aber da wir ja nun als Deutsche uns generell opfern, gerne halt eben, nicht wahr? Boah, noch ein bisschen die US-Flagge wackeln halt eben. Ich habe jetzt gar keine in der Hand, scheiße. Also würde ich sagen, bereiten wir uns doch mit diesen Kleinigkeiten mal ein bisschen vor, was nicht viel kostet und zum Schluss, wenn man es braucht, einen riesengroßen Effekt hat, ja, das sollte man auch nicht aus den Augen verlieren und man sollte vielleicht mal, ich wundere mich überhaupt, dass es diese kleinen Solarpaneels da mit diesem Licht dran, dass es die noch für den Preis gibt. Da rennen die Kerzenleute rum und tun Kerzen sammeln und so weiter halt eben, nicht wahr? Ja, eine Woche Kerzen verbrauchen, können sie sich zwei so eine Solardinger leisten halt eben. Ne? Okay, das nur so nebenbei. Dieses Video habe ich jetzt noch kurz dazwischen geschoben halt eben. Und ich melde mich wieder, wenn es wirklich was Ernsthaftes Neues gibt. Ich wünsche euch noch einen Morgenhammer Mittwoch. Irgendwann, was haben wir denn heute? Der 3. Ne, kann nicht sein. Der 26. kann auch nicht sein. Das ist schon eine scheiß Uhr. Egal. Heute haben wir Dienstag halt eben September. Ich glaube, der zweite Dienstag im September. Und ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Und dran vergessen, nicht vergessen. Einfach mal ein bisschen Stückchen in die Zukunft denken. Wodcars nennt sich ja dieses im Amerikanischen. Oh, I have a Wodcars Vision. Yes, sir. Ja, gut. Jetzt höre ich aber auf, bevor wirklich noch die Typen mit den Turnschuhen kommen. Wodcars.
Oh, scheiße, die Kamera ist an. Entschuldigung, ist nicht für euch. Na gut, wenn ihr es schon gesehen habt, ist von Oleg. Oleg, 45%. Eigene Marke. Oleg in Polen, ein guter Freund von mir. Ja, bringt mir manchmal Geschenke mit. Und dafür gebe ich ihm auch Geschenke mit. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ist der beste Schnaps, den ich kenne. Sowas gibt es gar nicht zu kaufen. Ja, allerdings noch 3 Schluck und ich bin videounfähig. Ja, ich lebe ungesund, obwohl gleich vorweg Alkoholiker bin ich nicht, davon ist abgesehen. Aber ab und zu schon mal einen Schluck abends halt eben oder nach einem fetten Essen ist durchaus gesund. Ach ja, was ich noch vergessen wollte. Das wirkt schon. Hab schon ein paar Schluck vorher getrunken. Ich weiß gar nicht, warum die Kamera jetzt an ist. Kolloidales Silber steht auch in meinem Buch. Nicht vergessen, falls Penicillin mal schwach wird, kolloidales Silber, wie man das herstellt, auf einfachste Art und Weise. Und da braucht ihr gar nicht gucken im Internet, was die für Preise verlangen. Das könnt ihr selber machen. Also. So, jetzt höre ich aber wirklich auf, weil ich will heute noch rausgehen. Ich muss heute noch ein bisschen Tabak klein machen und in die Fermentationseimer schmeißen. Und draußen sieht das Wetter einfach scheiße aus, aber ich habe hier einen selbstgebauten Baldachin. Da, wo ich immer drinne sitze, wenn ich die Videos mache. Also, jetzt aber Feierabend und Schluss und ich werde jetzt die Kamera abbauen, damit die nicht nochmal aus Versehen...